Es geht um den Ich-Erzähler wieso kann ich Leopold nicht aussprechen? Das ist ja absurd. Denn seine Mitpatienten sind größtenteils wegen wegen Tuberkulose. Hallo. Wahrscheinlich sind wir gerade alle bei dem gleichen Gedanken, dass ich das noch erleben darf, dass ein Lesemonat Juni online kommt. Ich weiß nicht mehr genau, welcher der letzte war, den ich abgedreht habe. Es ist jedenfalls schon eine Weile her. Und man könnte jetzt denken, dass es an sich ja nicht schlimm ist, wenn die Lesemonate irgendwann online kommen, da die Bücher ja nicht weglaufen. Aber es ist doch schon problematisch, einen Haben-Mund zu haben. Aber es ist doch etwas problematischer, denn je mehr Zeit vergeht, desto weniger kann ich mich natürlich an die Bücher erinnern. Andererseits habe ich auch irgendwie diese zwanghafte Eigenschaft, dass ich jetzt nicht einfach die Lesemonate komplett überspringen kann und euch quasi diese vorenthalte, sondern muss das alles schon machen, auch wenn der Aufwand halt eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Dementsprechend hoffe ich, dass ich das jetzt demnächst auf die Reihe kriege, auch die fehlenden noch abzudrehen. Wahrscheinlich wird ja als nächstes online kommende Lesemonat der letzte sein. Das ist jedenfalls der Plan. Man weiß ja nie. Es war ganz obskur. Ich hatte extreme Widerstände, was diesen Lesemonat jetzt hier anging. Weshalb es mir sehr schwer fiel, Aufzeichnungen dazu zu machen. Und je länger ich das vor mir weggeschoben habe, desto schwieriger war das Ganze natürlich, da sich noch an irgendwas zu erinnern. Ich habe auch eine Vermutung, woran das liegen könnte. Das werde ich auch gleich aufdecken. Wahrscheinlich ist das erste Buch schuld, was ich euch gleich zeigen werde. Aber das erläutere ich dann. Kurz noch, das Setting ist ganz anders und deshalb kann es sein, dass ich irgendwo komisch hingucke. Es ist immer ein bisschen problematisch für mich, wenn meine Ausspiegelung auf der anderen Seite steht und zudem ich nicht so viel sehe, wegen der Reflexion der Softbox. Das nur vorab, also falls ich wild in der Gegend rumgucken sollte oder irgendwas komisch ist oder ihr irgendwas nicht erkennen könnt, dann liegt es wahrscheinlich daran. Und dennoch werde ich den Teufel tun, dieses Video jetzt nochmal abzudrehen. Ich musste mich wirklich überwinden. Viele Tage, viele Wochen und auch heute mich jetzt endlich hier hinzusetzen und das zu erledigen. Denn ich habe das Gefühl, wenn ich das nicht mache, kann es mit den Lesemonaten nicht weitergehen und das soll es ja irgendwie. Weil es ja doch das ein oder andere Buch gibt, was ich in letzter Zeit gelesen habe, wo ich denke, dass da durchaus Redebedarf zumindest meinerseits besteht. Und bevor ich noch weiter drumherum rede, es ist ja immer so, wenn länger kein Video kam, es tut mir leid, fangen wir auch mit dem ersten Buch an. Und das ist Angstblüte von Martin Walser. Ich blende euch da oben mal das Cover ein, weil ich keinen Schutzumschlag dazu bekommen habe, was mich an sich nicht stört, wie einige vielleicht inzwischen wissen, wenn sie meine Lesemonate etwas länger schauen. Ja, Walser, Angstblüte. Ich habe das Buch vor vielen Jahren mal gehört und konnte mich kein Stück an den Inhalt erinnern. Da ich ein Zitat übertragen habe aus diesem Buch, dachte ich, vielleicht war es gar nicht so schlecht und habe mir das hier bestellt. Alldieweil auch, weil meine Walser-Bildung jetzt nicht allzu umfangreich ist. Ich habe ja in einem der letzten Lesemonate schon mal Ein sterbender Mann gelesen und darüber gesprochen. Und ja, wie gesagt, ich finde kein Faden, dieses Buch tötet mich und meinen Kopf innerlich. Jedenfalls war es jetzt auch beim Lesen wieder so, dass mein Gedächtnis wahrscheinlich der Meinung ist, dass dieses Buch aus Gründen verdrängt gehört. Ich kann mich wirklich kaum noch an den Inhalt erinnern. Deshalb wird, ja, das. Ich wusste, dass das passiert. Wenn man zu nett ist oder zu feige, dem Postboten zu sagen, der sowieso etwas seltsam ist, dass man die anderen drei Pakete nicht annehmen möchte. Wahrscheinlich wird es jetzt noch öfter klingeln und mich unterbrechen und ich habe den Faden verloren. Nun ja. Um das vorwegzunehmen, ich glaube, dass diese Verdrängungsmaschinerie angestoßen wurde, weil ich das Buch schrecklich fand. Nicht schrecklichst, also ich habe schon wesentlich Schlimmeres gelesen, aber es war doch sehr unangenehm. Ich glaube, das ist ein gutes Wort, was das Buch für mich charakterisiert. Angstblüte erschien erstmals 2006, ist also eines der eher jüngeren Werke Walsers. Und um kurz mal den Titel zu erklären,
weil der recht gut gewählt ist, wie ich finde, wenn auch sonst nicht so viel an dem Buch stimmt. Weil das Phänomen der Angstblüte kommt aus der Botanik und bedeutet, dass Bäume zum Beispiel, wenn sie sich in sehr schlechten Bedingungen befinden, also kurz vor dem Sterben sind, nochmal Blüten bilden, um so quasi ihr Überleben zu sichern. Und diese Metaphorik der Angstblüte zu wählen für die Handlung des Buches ist, wie ich schon sagte, glaube ich, geht nicht allzu viel. Es geht in dem Buch um den Geschäftsmann Karl von Kahn, der, ich glaube, in den 70ern ist und dessen bester Freund ins Krankenhaus kommt. Ich glaube, sogar stirbt. Ich hoffe, ich habe der jetzt nicht wen gespoilert, der dieses Buch unbedingt lesen will. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Jedenfalls veranlassen diese Ereignisse Karl von Kahn doch einiges anderes zu machen in seinem Leben. Insbesondere, dass er eine Affäre mit einer sehr jungen Schauspielerin eingeht. Auf seine alten Tage quasi. Denn er könnte ja auch bald im Krankenhaus liegen oder tot sein. Wie gesagt, ich habe Details verdrängt. Und das auch schon kurz nachdem ich das Buch zu Ende gelesen habe. Also da scheint was ganz Intensives am Werk zu sein, was mit diesem Buch und mir vor sich geht. Wie gesagt, ich bin kein weiser Experte, aber ich habe aufgrund dieser zwei Bücher gewisse Stereotypen wiedererkannt. Also ich finde Walsers Figuren, wie auch im Sterbenden Mann, überwiegend unsympathisch, finde ihr Verhalten fragwürdig. Wie gesagt, das sind gewisse Stereotypen, die scheinbar des Öfteren auftauchen. Also jedenfalls bei diesen zwei Büchern. Wie gesagt, ich will das nicht pauschalisieren. Und diese ganze Sexualitätsnummer und die Gedanken dazu und die Worte, die gewählt wurden, waren äußerst unangenehm. Also ich wollte stellenweise schon gar nicht weiterlesen, weil ich mich so geekelt habe. Nicht, weil es so obszön war, sondern ich weiß es nicht. Weil es halt so eine gewisse Art ins Pathetische abzufallen. Generell, die Sprache ist meistens sehr einfach und dann teilweise auch so ein bisschen klischeebelastet. Und dann eben noch diese sexuelle Ebene, die damit reinspielt, also nicht besonders künstlerisch verpackt, aber auch nicht so derb, dass es schon wieder was Humoriges hat, sondern wie gesagt, für mich war es einfach unangenehm. Und das war, glaube ich, auch so das Hauptproblem, was ich mit dem Buch hatte. Und wie gesagt, weiteres zum Inhalt kann ich nicht mehr erzählen. Es tut mir leid. Eigentlich bin ich, glaube ich, mit dem Thema Walser durch. Er und ich werden, glaube ich, keine Freunde. Allerdings werde ich mir, glaube ich, nochmal irgendwas Älteres zu Gemüte führen, nur um zu wissen, ob das genauso ist oder ob da nur eine gewisse Entwicklung stattgefunden hat, die mir nicht zusagt. Und wenn es dann bei diesem älteren Werk genauso ist für mich, also sprich unsympathische Charaktere, eine mich nicht besonders ansprechende Schreibweise, dann denke ich, werde ich das Thema Weise auch abhaken und habe ich denn, glaube ich, genug gebildet, um mitreden zu können, was diesen Mann betrifft. Aber jetzt weg damit und zu etwas, was wirklich nah an der Großartigkeit grenzte. Und da ist es zum Beispiel ein bisschen schade, dass ich da Details vergessen habe. Allerdings ist es nicht so viele wie bei diesem Buch. Es ist wirklich, als hätte mein Kopf Tilt gemacht und ich weiß es nicht. Vielleicht will mich irgendwas schützen. Ich hoffe, das ist irgendwie nachvollziehbar und ich wirke nicht wie der totale Weirdo. Also noch mehr Weirdo-mäßig als sowieso schon. Ich habe das hier auch lange nicht mehr gemacht. Das ist gar nicht so einfach. Atemschaukel von Herta Müller. Ein relativ bekanntes Buch, wie ich glaube, haben, glaube ich, auch viele gelesen. Also wenn Leute Herta Müller gelesen haben, dann glaube ich das. Das Buch ist von 2009 und ich glaube, zur gleichen Zeit hat sie auch den Nobelpreis bekommen. Ja, ich finde im Vergleich zu Herztier, was ich von Herta Müller gelesen habe und euch gerade nicht in die Kamera halten kann, weil ich dazu immer noch ein Herzensbuchvideo drehen will und es dementsprechend in der anderen Ecke des Zimmers liegt, ist es sehr zugänglich von der Sprache. Bei Herztier war es ja so, dass gerade die Sprache und die Metaphorik für mich so außergewöhnlich war, dass es mich komplett umgehauen hat und begeistert hat. Auch hier findet man natürlich gewisse Parallelen in der Stilistik.
sei es die Wiederholung, sei es das Assoziative, auch teilweise eine gewisse Art von Metaphorik, die ich sehr originell finde. Wie gesagt, ich glaube, dass es irgendwie massentauglicher ist, ohne das negativ konnotiert zu meinen. Vielleicht einmal kurz was zum Inhalt, bevor ich dann nochmal auf die Form eingehe. Es geht um den 17-jährigen Leopold Auberg, der hier der Ich-Erzähler dieses Buches ist. Und der siebenbürgischen sächsischen Minderheit angehört. Und dieser junge Mann wurde eben, als der Zweite Weltkrieg quasi schon in seinen Endzügen lag, 1945, von Sowjetsoldaten in ein Arbeitslager deportiert, das in der Sowjetukraine lag. Und so ging es vielen seiner Landsleute, denn sie hatten nichts verbrochen, ihre einzige Schuld war, dass sie Deutsche waren. Und bis zu seiner Freilassung 1950 verblieb er eben 5 Jahre in diesem Lager. Er beschreibt eben die Zustände dieses Lagers, die Menschen, die er dort getroffen hat, die Regeln, seinen Tagesablauf und die beherrschenden Themenkomplexe sind eben Heimweh und Hunger. Ich denke, Heimweh ist selbsterklärend und der Hunger, der eben oft in der Gestalt des sogenannten Hungerengels hier stattfindet, ist noch ein sehr viel dominanteres Thema. Es gibt viele quasi einzelne Episoden, die eben mit dem Hunger zusammenhängen. Und da komme ich auch wieder zum Stilistischen. Diese Gedanken werden oft wiederholt. Es fällt bestimmt, also man könnte ein gutes Trinkspiel daraus machen, wenn man jedes Mal trinken würde, wenn das Wort Hungerengel oder Hunger fällt. Tut mir leid, das war vielleicht ein bisschen zynisch. Jedenfalls macht die Wiederholung natürlich auch Sinn, weil ich das sehr authentisch finde, denn wenn die Gedankengänge nun mal immer da sind, weil das eben so dominant ist, was Leute wahrscheinlich nur nachvollziehen können, wenn sie einmal sehr großen Hunger erlitten haben, aus welchen Gründen auch immer. Denn natürlich dreht sich alles um dieses Thema, um das Thema, was ja am meisten fehlt und weil es eben so überlebenswichtig ist, unabhängig von allen anderen Schikanen, denen die Insassen dort unterworfen sind. Ich finde jedenfalls, dass Hertha Müller es schafft, ein sehr realistisches Bild, also ich war nicht dabei, ich kenne auch niemanden, der dabei war, zu vermitteln. Was natürlich daran liegt, dass sie eine gewisse Empathie zu diesen Leuten hatte, da sie auch der deutschen Minderheit in Rumänien angehörte, was ja in anderen Büchern von ihr auch eine Rolle spielt. Und sie hat eben ausführlich Interviews mit Überlebenden geführt und deshalb denke ich, wirkt das Ganze sehr authentisch und auch gleichzeitig künstlerisch. Also wir sind hier nicht bei einem dokumentarischen Bericht, sondern das ist wirklich Literatur, was ich ja immer sehr gut finde und was mich unter anderem auch sehr daran begeistert hat. Und ich finde auch, dass dieses Buch sehr wichtig ist, da es ja einen ganzen Haufen an KZ-Literatur gibt, der sicherlich auch berechtigt ist. Weil es Bewusstsein dafür schafft, dass es eben auch Deutsche gab und nicht nur andere Gruppen, die eben von Deutschen eben nicht behandelt worden sind, die quasi aus den gleichen Gründen, sprich ohne Schuld, in solchen Lagern gelandet sind. Und das dann eben noch so zu verpacken, finde ich großartig. Es hat mir nicht so gut gefallen wie Herztier, aber es war nah dran, muss ich sagen. Und ich habe hier noch einige Bücher von Hertha Müller da und bin definitiv gespannt darauf, noch mehr von ihr zu lesen. Dazu muss ich sagen, ich wusste auch, dass mir das gefallen wird, da ich auch das Buch schon mal gehört habe. Allerdings ist das auch 10 Jahre her. Und ich hatte vielleicht noch minimal mehr Erinnerungen daran als beim Walser. Und ich hoffe, dass aus genannten Gründen mir dieses Buch und vor allem die Thematik, die wie gesagt sehr wichtig ist, mir noch lange in Erinnerung bleibt. Ich denke, dass es auch was Gutes ist für Hertha Müller Einsteiger, sofern ich das jetzt beurteilen kann von dem bisschen, was ich gelesen habe. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen, wichtiges Thema, wunderbar geschrieben, wenn auch speziell, aber das macht es eben so besonders. Wie, denke ich, deutlich wird, ist es einige Tage später, ich habe dazu ja ein bisschen was in meinem letzten Blog erklärt, dass ich die Aufnahme quasi radikal unterbrochen habe. Und jetzt sitze ich wieder hier, um euch auch noch die letzten Bücher zu zeigen, die ich im Monat anno dazu mal gelesen habe. Und versuche, meine schwachen Erinnerungen mit meinen Aufzeichnungen zusammenzubringen, in der Hoffnung, dass da irgendwas halbwegs Gehaltvolles bei rauskommt. Und das nächste Buch, was ich in diesem anno dazu mal Monat las, war von Günter Grass, Katz und Maus. Es handelt sich dabei um eine Novelle, die 1961 erstmals erschien. Und als ich hier über die Blechtrommel gesprochen habe,
habe ich mir vorgenommen, die Danziger Trilogie komplett zu lesen. Und das ist eben der zweite Teil daraus, in der es eben um die Bewältigung der Shoah und der Vorkommnisse im Dritten Reich ging, was zu der Zeit eher so in der Richtung Verdrängung angesiedelt war. Also diese ganze Diskussion mit Schuldfragen und Anklage der Vätergeneration und alles, das kam ja erst später auf. Positiv kann ich zu diesem Buch sagen, dass ich dieses Cover sehr schön finde. Ich mag die Art des Hochdruckverfahrens, was da repliziert wurde. Und darin merkt man vielleicht schon, dass jetzt nicht mehr ganz viel Positives kommt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich musste das Buch auch kleben. Komischerweise passiert es mir des Öfteren, dass Bücher sterben, die ich nicht so sehr mochte. Und das natürlich nicht mutwillig, denn es bricht mir trotzdem jedes Mal das Herz, wenn ein Buch zerfällt, egal wie sehr ich es nicht mag. Eine Aufzeichnung, mit der ich bisher noch nichts anfangen kann. Ich denke da nochmal drüber nach. Das Buch sollte damals auch indiziert werden, doch durch den Protest der Öffentlichkeit und vor allem bekannter Autoren, die sich dagegen ausgesprochen haben, konnte das verhindert werden. Was, denke ich mal, vor allem einmal an diesem Thema liegt, dass eben Drast dieses verdrängte, totgeschwiegene Thema aufgegriffen hat. Zudem ist da ein ganzer Schuss Homoerotik mit bei. Ich weiß nicht, ob das auch eine Rolle spielte. In dieser Novelle schildert jedenfalls der Ich-Erzähler Pilitz seine Erinnerungen an seinen Klassenkameraden Marke während des Zweiten Weltkriegs in Danziger Trilogie Danzig. Und dieser Marke war ein ziemlicher spezieller Charakter, ein Sonderling, könnte man sagen. Marke wird hier als eine ziemlich ambivalente Persönlichkeit gezeichnet. Zum einen war er eher der Typ Überflieger, vor allem was seine sportlichen Leistungen anging. Er zeichnete sich durch besonders mutige Taten aus. Aber andererseits hatte er auch eine gewisse Außenseiterposition, was vielleicht von seiner grundlegenden Verweigerungshaltung herrührte. Und dieser Ich-Erzähler hatte, ich denke, man kann es mit Bestimmtheit sagen, so etwas wie eine Hassliebe zu ihm entwickelt. Was eben auch daran lag, denke ich, dass eben da diese homoerotische Liebe eine Rolle gespielt hat von seiner Seite aus, die unerwidert blieb. Also einerseits hat er seinen Klassenkameraden bewundert, andererseits war bei dem nicht alles ganz so koscher und all seine Handlungen waren, wie gesagt, nicht so einwandfrei. Er hat teilweise nach dem Motto nach dem Sinnflut agiert und dementsprechend waren diese Erinnerungen sehr von Ambivalenz geprägt. Wie gesagt, ich konnte damit nicht allzu viel anfangen. Für mich war es eine Schülergeschichte mit unsympathischen Personen und ja, es ging einfach irgendwie an mir vorbei, ohne mich zu berühren. Und was mich am meisten enttäuscht hat, weil ich eben von der Blechtrommel so begeistert war, war, dass es auch stilmäßig sich in ganz anderen Welten abgespielt hat. Also ich konnte dort nichts von der Genialität der Blechtrommel finden. Meine Highlights waren dann wirklich, als dann mal Oskar Mazerat oder andere Figuren aus der Blechtrommel zufällig ganz kurz auftauchten. Ja. Und das Cover, wie gesagt, das finde ich nett. Natürlich muss man auch differenzieren, dass der Ich-Erzähler, der hier zu Wort kommt, nicht im geringsten mit Oskar Mazerat, der ja die Geschichte der Blechtrommel erzählt, zu vergleichen ist. Als hellsichtige Person und quasi alleswissende Person und ja, durchschauende Person. Und das ist halt einfach so eine Schülergestalt, finde ich, wie sie auch irgendwie bei Hesse hätte auftauchen können, die eben relativ sprachlich jetzt nicht besonders erhaben gewisse Ereignisse schildert, die damals passiert sind aus seiner Sicht. Und wie gesagt, ja, ich war enttäuscht und ich weiß nicht, ob ich mein Vorhaben jetzt noch umsetzen möchte und tatsächlich auch noch den dritten Teil Hundejahre dieser Danziger Trilogie überhaupt lesen möchte. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, der alle drei Teile gelesen hat, ob der dritte dann wieder besser ist oder anders, ob sich das lohnt. Das würde mir eventuell sehr weiterhelfen. Also danke schon mal im Voraus, falls das passieren sollte. Und ansonsten, wie gesagt, Erwartungen untertroffen.
Dafür kommen wir jetzt wieder zu zwei Schmankerlen aus meinem Bücherregal. Es handelt sich um Thomas Bernhard Bücher. Ich habe jetzt endlich auch, also anno dazu mal, die letzten zwei Bücher seiner autobiografischen Jugendschriften gelesen. Und der vierte Teil heißt Die Kälte, eine Isolation. Und um das mal vorwegzunehmen, es war für mich mit Abstand mein Lieblingsband dieser ganzen fünf Bände. Und das ist gerade so ein Grund, wo ich mir wünschte auch wieder, dass ich mich noch mehr an die Details erinnern könnte, um das besser zu begründen. Ich weiß nur, dass es da, glaube ich, eine ganze Menge Identifikationsfläche gab, beziehungsweise diese ziemlich groß war, und ich glaube, dass ich es deshalb so gerne mochte. Und vielleicht kam auch irgendwie mit hinzu, dass ich diesen typischen Bernhard-Stil, der am Anfang ja etwas sehr neu war und mitunter auch etwas, ich will nicht sagen anstrengend, aber es war halt etwas Neues, worauf man sich einlassen und einstellen musste, dass ich mich inzwischen daran gewöhnt habe und ihn sehr schätzen und lieben gelernt habe. Und wenn dann eben die Thematik noch stimmt und ja, da ganz viele Meinungen des Erzählers sind, mit denen man irgendwie d'accord geht, mag man das Buch, glaube ich, um das mal so nüchtern zu analysieren. Dieser vierte von fünf Teilen ist 1981 das erste Mal erschienen. Und chronologisch gesehen ist es eigentlich der letzte Teil seiner Jugenderinnerung. Bereits der vorhergehende Teil der Atem, eine Entscheidung, beschäftigte sich ja mit dem Lungenleiden des Erzählers. Und ich glaube, der endete so, dass es eine Verbesserung gab und er entlassen wurde aus dem Krankenhaus. Kurz darauf, zu Beginn dieses Buches, kommt es jedoch wieder zu einer Verschlechterung, einem erneuten starken Ausbruch der Krankheit. Und der 18-jährige Bernhard landet im Sanatorium Grafenhof. Dort fühlt er sich eine ganze Zeit lang ziemlich fehl am Platz, denn der Großteil seiner Mitpatienten ist an Tuberkulose erkrankt. Der junge Bernhard zu diesem Zeitpunkt noch nicht und fühlt sich deshalb so ein bisschen minderwertig, weil er eben diesen Ritualen, die eben mit dieser Tuberkuloseerkrankung einhergehen, nicht so ganz folgen kann und nicht so genau weiß, ob er eigentlich krank genug ist, um dort zu sein, oder ob ja, das irgendwie gerechtfertigt ist. Jedenfalls beschreibt er relativ plastisch und relativ ausführlich, wie dort mit den Patienten umgegangen wird, was sich hauptsächlich von Seiten der Helfenden, also der Ärzte, des medizinischen Personals, in Desinteresse und auch falschen Behandlungen widerspiegelt, so dass zum Beispiel die falschen Medikamente gegeben werden, zu wenig Medikamente gegeben werden. Davon abgesehen, wie gesagt, dass da kein wirkliches Interesse an den Patienten besteht. Und wie der Titel eben schon sagt, erfährt Bernhard da vor allem eine ziemliche Kälte und Isolation, während er eben sich unter diesen anderen kranken Menschen befindet und ja, mit seinem Lungenleiden zu kämpfen hat. Dieses Isolationsgefühl und diese Einsamkeit wird natürlich noch dadurch gesteigert, dass sein Großvater ja kurz vorher verschieden ist und damit seine wichtigste Bezugsperson. Weiterhin kommt hinzu, dass seine Mutter, zu der er zwar nie das innigste Verhältnis hatte, jetzt aber auch auf dem Sterbebett aufgrund eines Krebsleidens liegt. Und aufgrund dessen verbringt er dann auch eine gewisse Zeit zu Hause, um eben seine Mutter begleiten zu können auf ihrem letzten Weg. Während er, wie gesagt, immer noch mit der Verarbeitung und der Beziehung zu seinem Großvater beschäftigt ist. Seine gesundheitliche Situation verbessert sich dann jedoch, sodass er seine damals angestrebte Laufbahn als Sänger weiterverfolgen kann. Sprich, er nimmt dann Gesangsunterricht und auch Italienischunterricht und wird irgendwann als geheilt entlassen. Er geht dann weiter ambulant, glaube ich, zu einem Lungenarzt, der wohl nicht ganz so kompetent ist und eine Fehldiagnose trifft. Es stellt sich jedenfalls heraus, dass sich seine Situation erheblich verschlimmert und er wieder im Grafenhofen landet und dann endlich einer der Tuberkulösen ist und damit sich vollkommen zugehörig fühlt, was seine Krankheit angeht und seine Position in diesem Sanatorium. Mit ein bisschen gesundem Menschenverstand kann man sich natürlich auch denken, dass es nicht unbedingt das Beste ist, wenn man unter Tuberkuloseerkrankten die ganze Zeit sich aufhält. Gerade wenn man gesundheitlich schon angeschlagen ist, ist es ja quasi dann nur eine Frage der Zeit und den damaligen Umständen, dass man sich das auch holt. Ja, jedenfalls landet er da erneut.
Stilmäßig haben wir hier natürlich einen typischen Bernhard, sprich Wiederholungen, keine Absätze und ähnliches. Wobei ich das Gefühl hatte, dass es nicht ganz so abschweifend war und so viele Wiederholungen hatte wie in anderen Bänden. Da kann ich mich aber auch täuschen, weil das, wie gesagt, aus meiner Erinnerung heraus ist und da weiß man ja nie so, wie 100% die der Realität entspricht. Jedenfalls gab es einige sehr starke Formulierungen. Ich habe dieses Buch förmlich aufgesaugt. Wie gesagt, zum Teil halt mit sehr großem Identifikationspotenzial. Und das macht es für mich so großartig. Ja, das war auf jeden Fall ein Highlight des Monats. Und ich glaube, es ist auch der einzige Teil, der 5 Sterne von mir bekommen hat aus dieser Reihe. Ich musste ja irgendwo Unterscheidungen treffen. Also hätte ich nicht gemusst, aber ich hatte für mich persönlich das Gefühl, dass es so war, weil ich alle Teile gut fand. Aber der stach hier für mich nochmal besonders hervor, im positiven Sinne. Und warum ich Pfefferminzschnaps trinke, weiß auch nur der Heilige Geist. Wahrscheinlich, weil er da ist. Und das ist ja quasi Medizin, habe ich gehört. Und wie gesagt, habe ich auch noch den 5. Teil dieser Reihe gelesen, der einfach nur ein Kind heißt, ohne Untertitel, was ihn ja schon besonders macht. Der erschien 1982 das erste Mal und chronologisch ist er noch vor dem ersten Teil anzusiedeln, der eben damit beginnt, dass Bernhard seine schlimme Gymnasialzeit unter katholisch geprägtem und Nazi-Regime beschreibt. Dieser erste Teil setzt eben mit dem 13-jährigen Ich des Thomas Bernhard ein und wie gesagt, alles davor wird hier beschrieben. Eben wie der Titel schon sagt, als er noch ein Kind war. Es kommen hier drin mehrere Themenkomplexe vor. Zum einen die Misshandlungen, die er während des NS-Regimes erleben musste. Zum anderen seine schwierige familiäre Situation, dass sein Vater abwesend war, obwohl er ein relativ gutes Verhältnis zu dem Partner seiner Mutter hatte. Aber natürlich auch immer wieder den Wunsch verspürt hat, zu wissen, wer sein Vater ist und dahingehend irgendwie Kontakt zu haben. Seine engste Bezugsperson, wie ich schon sagte, war sowieso sein Großvater, der ihn den Jungen in allem unterstützt hat und der unbedingt für ihn wollte, dass er irgendwie eine kreative, akademische Laufbahn einschlägt, was für den Rest der Familie nicht so wichtig erschien. Der Großvater war eben ein erfolgloser Schriftsteller, der sich auch so ein bisschen von diesem ganzen Familiengeschehen abgeschottet hat, was, glaube ich, die Beziehung zum jungen Thomas nur noch enger machte. Seine Mutter war mit Bernhards Schulproblemen überfordert, da er auch damals schon ja, vielleicht zu sensibel war für diese Zeit, um das alles eben mitmachen zu können und eben gewisse Anpassungsschwierigkeiten hatte und damit verbunden natürlich auch immer Ärger. Gerade in dieser Zeit ist das natürlich besonders problematisch gewesen, welcher Satz wiederholt vorkommt und der für mich auch ganz schwer verdaulich ist, dass seine Mutter zu ihm als Junge, als Kind gesagt hat, du hast mein Leben zerstört. Und ja, wie gesagt, es kam zu Umzügen. Sie haben nicht bloß in Österreich gewohnt, sondern auch in Deutschland und immer wieder versucht, einen Platz zu finden, da wo es halt Arbeit gab. Und wie gesagt, vom Erzeuger her gab es auch keine Unterstützung. Und aufgrund seiner Anpassungsschwierigkeiten in der Schule gipfelte das Ganze dann so weit, dass er dann 1942 in ein Erziehungslager unter NS-Führung, Bedingungen gehen musste. Das besonders Tragische und Dramatische daran war, dass ich glaube, auch seine Familie sich nicht so bewusst war und er schon gar nicht als Kind, dass es sich nicht um eine Ortschaft in der Nähe handelte, sondern dass dieses Erziehungslager eben irgendwo in Thüringen, glaube ich, lag. Also weit weg vom Salzburger Raum, wo eben seine Familie lebte. Und ich fand, wie gesagt, persönlich diese Szene sehr dramatisch, als dem Jungen dann bewusst wurde, wo die Reise hingeht. Und wie gesagt, in diesem Lager hat er dann unter Misshandlungen zu leiden, was unter anderem dadurch auch nicht besser gemacht wurde, dass er eben Bettnässer war. Und das widersprach natürlich dem ganzen Bild, was man damals von der Jugend, von der deutschen Jugend erwartet hat. Die sollte natürlich hart sein und ja, Thomas Bernhard
beziehungsweise der Erzähler war es ihm nicht. Und dementsprechend hat er eine sehr traumatisierende Zeit auch dort verbracht. Das Ganze endet dann damit, dass er nach vielen Jahren diesen Ort wieder aufsucht und irgendwie feststellt, dass sich nichts verändert hat. Und das fand ich einen mutigen Schritt, muss ich sagen. Und was ich halt auch irgendwie überraschend fand, also ich konnte mir natürlich bei diesem Titel schon denken, dass es irgendwie ein Prequel ist zu dem ersten Teil, dass ihm eben noch Schlimmeres passiert ist, als dann später in seinem, ja, in seiner Jugend, in seinem jungen Pubertätsalter und seiner, ja, fast Mannesreife dann schon. Und ich finde, je mehr man darüber erfährt, also je mehr Details, desto klarer wird irgendwie, wie sich die Persönlichkeit des Thomas Bernhard herausgebildet hat, dass da eben so ein gewisser Zug immer der Verbitterung und der Misanthropie mitschwingt und macht alles auf einmal ganz viel Sinn. Auch diese Band fand ich natürlich gut, es gilt hier das gleiche, der typische Stil. Der Informationsgehalt ist natürlich immer in Verbindung damit, das, was es für mich zu einem guten Buch macht. Aber wie gesagt, mein absoluter Favorit ist Die Kälte, eine Isolation. Ich hatte ja zwischenzeitlich wieder so ein bisschen Büchermangel und deshalb habe ich beschlossen, in jedem Monat eben das Spektakel Nummer 10 auszulesen und da haben mir noch zwei Stücke gefehlt. Das war zum einen von Edward Bond, Die See. Es handelt sich angeblich um eine Komödie. Und das ist eines dieser Stücke, wo ich wirklich auch sehr viel vergessen habe, weil ich es einfach nicht besonders relevant fand, besonders gut fand. Die erste Führung fand 1973 im Londoner Royal Court statt. Und kurz darauf, glaube ich, auch schon die deutsche Erstaufführung. Also das war relativ aktuell, als es hier in diesem Band erschienen ist. Und übrigens sind da, glaube ich, Fettflecken drauf, wie auf vielen meiner Bücher, weil ich viele andere Sachen mache neben dem Lesen, gerade wenn die Bücher nicht ganz so interessant sind in dem Moment. Wie gesagt, es wird als Komödie klassifiziert. Inwieweit das Ganze vielleicht nur als Ironie gemeint ist, weiß ich nicht, denn für mich hat das Ganze durchaus auch tragische Züge. Vielleicht ist da auch was in der Übersetzung verloren gegangen, das kann ich nicht beurteilen, da ich nicht das Original gelesen habe. Denn oft ist es ja auch so, dass Humor sehr stark auf Wortebene eben geschehen kann und dass bei Übersetzungen das ein oder andere Mal auch verloren geht, wenn die eben nicht so toll sind. Wie gesagt, ich weiß nicht, inhaltlich vielleicht mal kurz was dazu. Es geht um die Entwicklung Willys, dessen Boot vor der Küste eines absoluten Kaffs strandete. Sein bester Freund kam dabei ums Leben und er versucht sich jetzt eben in seiner neuen Situation, in seiner neuen Umgebung irgendwie zurechtzufinden, was ihm aber nicht so leicht gemacht wird aus diversen Gründen. Der Tuchhändler zum Beispiel ist ein recht schräger Typ, der eben versucht, seine Verschwörungstheorie zu verbreiten, dass es sich bei Willy um einen extraterrestrischen Eindringling handelt, womit er natürlich erstmal nicht so den besten Stand hat als Fremder in dieser Gemeinschaft, die doch sehr verschworen ist und sehr spleenig und sehr, wie für das richtige Wort, und sehr, ja, kleinkariert, sehr in ihrem eigenen Kosmos gefangen, der eben nur aus diesem kleinen Küstenkaff besteht. Das ist aber nicht die eigentliche Bedrohung bzw. die eigentliche Gefahr, der Willy mit seiner Ankunft an diesem Ort ausgesetzt ist, sondern eher der, so zu werden wie die Einwohner dieses Nests. Ja, das konnte ich noch ein Nachwort darüber finden. Ansonsten weiß ich auch gar nicht mehr, wie die Sache ausgegangen ist. Ich glaube, es war relativ unspektakulär. Wie gesagt, es gibt so Stücke, die haben für mich keine weitere Relevanz, die sowohl inhaltlich auch als auch sprachlich, also das ging so an mir vorbei. Und deshalb kann ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen, was denke ich auch nicht nötig ist, da ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass man das unbedingt gelesen haben muss, dass ich es unbedingt hätte lesen müssen, aber es ist nun mal in diesem Buch und ich habe ja so ein Zwangsding, was Vollständigkeit betrifft, dementsprechend habe ich es halt gelesen. Das zweite und letzte Stück für mich hier drin kommt von Ödön von Horvath, von dem ich schon natürlich tausendmal was gehört habe, aber nie etwas gelesen habe.
warum, weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Jedenfalls habe ich als Erstling sozusagen das Stück Figaro lässt sich scheiden gelesen. Die Uraufführung fand hier im Deutschen Theater in Prag statt, 1937, in gekürzter Fassung aus politischen Gründen, wie man sich vielleicht denken kann zu dieser Zeit. Und die Handlung knüpft einige Jahre später an Beaumarchais La Mariage de Figaro an, was Ende des 18. Jahrhunderts entstand, beziehungsweise ich glaube, da spielt auch die Handlung, ich habe es nie gelesen. Und auch einige Figuren wurden übernommen. Es handelt sich um eine Komödie in drei Akten, die in die damalige Gegenwart versetzt wurde, also in den 30ern. Allerdings ist das Ganze relativ zeitlos, da das Stück bzw. das Szenario so angelegt wurde, dass es während einer Revolution spielt, die im Grunde nur stellvertretend für irgendeine Revolution steht. Also es ist nicht die französische, wie man vermuten könnte, wie es chronologisch passen würde, sondern ein beliebiges Revolutionsszenario, da laut Horvath, ich zitiere hier, die Probleme der Revolution und Immigration zeitlos sind und in unserer Zeit besonders aktuell. Eben in dieser Zeit, in der die braune Suppe überall herumschwamm. Revolutionen sind eben auch insofern austauschbar, da alle Umstürze sich gleichen in dem, was das menschliche Verhalten angeht, beziehungsweise das unmenschliche Verhalten während dieser Zeit. In diesem Szenario hier finden wir den Adel gestürzt vor und er wird eben zu Emigranten. Und Figaro und seine Frau waren eben bei diesem Grafen in Anstellung und mussten natürlich jetzt auch ihr Leben ändern. Da, wie gesagt, der Graf und seine Frau gestürzt sind, ihre Residenz verlassen mussten und ja, auf der Flucht leben. Figaro eröffnet eben ein Friseurgeschäft und hat damit auch sein gutes Auskommen anfänglich. Schließlich kommt es zu relativ profanen Problemen, was ich eigentlich ganz charmant finde, weil es unabhängig von dieser ganzen politischen Kiste stattfindet, dass eben Eheprobleme entstehen. Die Problematik besteht von der einen Seite darin, dass Susanne, so heißt seine Frau, ihm eben ein Kind verweigert. Wiederum ist sie angefressen von seinem egoistischen Verhalten und von der Vernachlässigung, die sie von ihm erfährt, beziehungsweise ihrem Empfinden dessen. Macht das Sinn? Ich hoffe, man weiß, was gemeint ist. Schließlich betrügt sie ihn mit einem Kunden und ja, dann geht das Ganze halt auseinander. Und nach ihrer Scheidung ist sie natürlich so ein bisschen orientierungslos, weiß nicht genau, wo sie hin soll und kehrt eben zum Grafen zurück. Und durch diverse Irrungen und Wirrungen und zufällige Ereignisse kommt das Ganze dann zu einem guten Ende, was aber, wie ich finde, nicht plump ist. Also es ist in meinen Augen schon recht geschickt gemacht, wie sich dieser ganze Handlungsverlauf dann weiter entspinnt und wie es dann letztlich eben zu dem Ende des Stückes und der Geschichte führt. Sprachlich, muss ich sagen, hat es mich jetzt nicht unbedingt umgehauen. Auch vom Humoraspekt hat es mich nicht umgehauen. Es war jetzt kein Stück, was ich nochmal lesen würde oder was ich unbedingt inszeniert sehen müsste. Es war aber ganz nett, würde ich sagen. Und ich muss unbedingt mehr von Ödön, von Horvath lesen, da ich denke, dass es ja doch ein Autor mit Relevanz war zu dieser Zeit. Und allein wegen dieses obskuren Namens zieht es mich immer wieder ein bisschen in die Richtung. Ich weiß nicht, wieso das so ist und ob das nicht komplett absurd ist, aber ja, so ist es halt. Eines noch und ich werde so froh sein, wenn ich das geschafft habe. Cheers auf die Literatur. Ich weiß, normalerweise müsste das ein Glas Rotwein oder ähnliches sein, wenn ich nicht allzu proletarisch wirken will. Und wieder ein Kempowski. Lang nicht gesehen, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Der sieht auch so ein bisschen abgenutzt aus, weil der so eine Folie drüber hatte. Das macht DTV ganz gerne mal. Und wenn man dann so liest und dann knibbelt man rum und irgendwann stört diese Folie mich zumindest. Und da versucht man sie abzureißen und reißt das halbe Cover mit ab. Das ist irgendwie dann sehr tragisch. Wie dem auch sei, uns geht's ja noch Gold. Das ist der fünfte Teil der Chronik des deutschen Bürgertums. Ist nach Tannlöser und Wolf, der als zweites erschien. Und ich wiederhole das immer wieder, auch wenn ich mich selbst aber langweile. Aber es gibt ja vielleicht Leute, die
ja, gerade durch dieses Video auf mich gestoßen sind und die das eben noch nicht gehört haben. Die Chronik des deutschen Bürgertums, beziehungsweise auch Deutsche Chronik genannt, beschäftigt sich eben mit dem Niedergang des deutschen Bürgertums, exemplarisch an der Familie Kempowski. Aber Walter Kempowski betont, wie ich finde, sympathischerweise immer wieder, bevor das Buch überhaupt beginnt, alles frei erfunden. Also, aber das passt natürlich zu ihm, wenn man bedenkt, inwiefern er sich mit Erinnerungen und deutschen Erinnerungen insbesondere und Kollektiv- und Individualerinnerungen auseinandergesetzt hat. Man muss nur an das Echolot denken. Wer sich dafür interessiert, kann das ja mal googeln. Das ist ein Werk von, ich weiß nicht, wie vielen Seiten, was ich glaube ich nur mit einem Jahr befasst, und es hat glaube ich 1800 Seiten oder noch mehr, irgendwas mit dem Dreh. Will ich irgendwann noch lesen, weil das so ein Mammutprojekt ist, was ja mich irgendwie herausfordert. Aber es soll ja jetzt um uns geht's ja noch Gold gehen und nicht um das Echolot. Der letzte Teil endete ja mit dem Einmarsch der russischen Soldaten in Rostock, und direkt hier knüpft eben dieser Teil auch an. Und das, was das eben mit sich bringt, wird hier sehr ausführlich beschrieben. Eben die Brutalität, die Gewalt, ja, dass das Ganze sehr chaotisch ist und eine Zeit, die sich in ihrer Tragik und in den Entbehrungen, die es für die Einwohner Rostocks bedeutet und natürlich auch andere Menschen, die eben unter der Sowjetbesatzung und vor allem am Anfang deren Einmarsch litten. Ich habe den Anfang des Satzes vergessen. Scheiße. Was ich sagen wollte, das Leiden und das Elend ging weiter, auch mit dem Niedergang des NS-Regimes und dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Neben diesem Thema der Brutalität, der Plünderung, der Zerstörung ist natürlich auch diese ganze Essensproblematik, der Mangel, die Arbeitslosigkeit, der Wiederaufbau, die Zerstörung von Wahrzeichen Rostocks ein Thema. Die Armut, der daraus resultierende Schwarzmarkthandel ist ganz re relevant und wie ich finde auch immer interessant, darüber Dinge zu erfahren. Und natürlich spielt auch der politische Wandel der Nachkriegszeit eine Rolle und die Gegenwärtigkeit des Krieges, der immer noch irgendwie da ist und nicht beendet, eben weil jetzt von anderer Seite den Bewohnern Leiden zugefügt werden, aber auch weil man nicht weiß, was mit Verwandten, Bekannten passiert ist, ob sie in irgendeinem Arbeitslager sind, ob sie gefallen sind, was mit ihnen passiert ist. Also das Setting ist quasi folgendes, dass nur Walter mit seiner Mutter am Kriegsende zusammenlebt und eben auch am Anfang dieses Buches. Die Schwester ist nach Dänemark gegangen, um dort zu heiraten, also deren Verbleib ist relativ sicher. Der ältere Bruder wird noch erwartet und noch vermisst, und auch der Vater ist noch abgängig und man hofft auf ein Lebenszeichen von ihm und dass er eben zurückkehrt oder wenigstens überhaupt irgendwas über ihn zu hören. Er ist dann auch die Person, bei der das am längsten dauert, bis man erfährt, was mit ihm geschehen ist. Und wie gesagt, das meine ich mit Gegenwärtigkeit des Krieges. Zum Teil spielen natürlich Spekulationen eine Rolle und die Unterhaltungen drehen sich darum, was eben mit den Angehörigen passiert ist. Der ältere Bruder, Robert heißt er, glaube ich, kehrt dann schließlich völlig überraschend zurück, übernimmt die Reederei des Vaters. Und die Kempowskis, Walter natürlich früher noch durch den Einfluss seines Bruders sehr geprägt, waren schon während der NS-Zeit eher etwas auf der rebellischen Seite, haben Jazz gehört, sich die Haare zu lang wachsen lassen, sind nicht der Hitlerjugend beigetreten, solche Sachen halt. Und auch nach dem Einmarsch der Sowjets gibt es das ein oder andere Problem. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, worin es bestand. Jedenfalls endet das Buch 1948, also zeigt nur ein paar wenige Jahre der Nachkriegszeit. Mit der Ingewahrsamnahme durch russische Soldaten, ich weiß gar nicht, ob es nur Walter betraf oder auch seinen Bruder. Jedenfalls wird er dann nach Bautzen verfrachtet und dort spielt dann die Handlung des folgenden Bandes. Und ich habe ihn bis jetzt noch nicht gelesen. Ich bin sehr gespannt darauf, weil mich diese Zeit doch sehr interessiert. Und ich war damals, als ich dieses Buch beendet hatte, etwas frustriert, dass ich den Folgeband noch nicht da hatte, weil ich eigentlich sofort weiterlesen wollte, um eben dieses zu erfahren.
Stilistisch gesehen haben wir hier wieder eine durchgehende Handlung. Es gibt keine Kommentare von Fremden oder anderen Leuten wie in einigen anderen Bänden, was ich ganz angenehm fand. Und es war bisher auch mein Lieblingsband aus dieser Serie. Was vielleicht daran liegen mag, dass der Ich-Erzähler erwachsener geworden ist und dementsprechend sich auch diese ganze Sprache etwas verändert hat und so für mich ansprechender, die Sprache, geworden ist. Es gibt auch, glaube ich, weniger Insider, was ja den Kultstatus von Tadellöser Wolf zum Beispiel hervorgerufen hat, sondern das Ganze wirkt, ja, wie gesagt, erwachsener, anders kann ich es nicht beschreiben. Und vielleicht mochte ich es deshalb auch am liebsten. Ich empfand das Ganze als sehr kurzweilig. Es war ja auch ein relativ knapper Zeitraum im Vergleich zu anderen Bänden aus dieser Reihe, der da eben geschildert wurde. Und ich hatte aber nicht das Gefühl, dass es zu viel war und zu ausufernd. Wie gesagt, kurzweil. Ich werde ganz bestimmt demnächst den Folgeband lesen. Wie gesagt, diesen hier mochte ich bisher am liebsten. Den berühmten Tadellöser und Wolf anbei am wenigsten. Ja, ich bin gespannt auf die Folgebände, wie gesagt. Wenigstens ist das geschafft. Eigentlich wollte ich noch ein Video drehen, aber ich glaube, das wird nichts. Man soll ja nicht zu viel von sich verlangen. So. Das war mein Lesemonat. Anno dazu mal. Ich glaube, es war Juni. Ihr werdet sie am Titel sehen. Ich hoffe, dass ihr trotz meiner enormen Gedächtnislücken, die eben dieser große zeitliche Abstand erzeugt hat, irgendetwas mit dem Video und den Büchern, meinen Reden darüber anfangen konntet. Ihr merkt vielleicht, ich bin etwas konfus. Ich bin immer noch nicht drin in diesen Drehen. Ich muss das kontinuierlich machen, aber das ist gar nicht so einfach. Nun ja, das ist geschafft. Jetzt muss ich bloß noch, ich glaube, 4 Lesemonate drehen. Der Monat ist fast um. Oh Gott. Aber ich bin fest entschlossen, das irgendwann wieder aufzuholen, sodass wir wieder im Time sind, was das angeht. Ob das klappt, ist eine ganz andere Sache, aber der gute Wille ist anwesend. Meistens. Ja, ich danke euch für eure Zeit und ich hoffe, dass wir uns ganz demnächst dann wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.